Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zwei Gunmarks abgehakt, T25-2 und die Hellcat, quasi der 6er und der direkte Nachfolger, der 7er, haben jetzt drei Gunmarks jeweils auf ihrem Rohr bei mir in der Garage. Beide Panzer bin ich ja in den letzten Wochen sehr intensiv in den Livestreams gefahren und zum T25-2 habe ich ja auch vor ein paar Wochen bereits ein Video gemacht. Da ging es zwar nicht unbedingt primär um den T25-2, da ging es eher so um ja, Hybriden, TD-Hybriden, TD-Medium-Hybriden und meine Liebe zu Tier 7, beziehungsweise meine Liebe zu Low-Tier oder Mid-Tier. Ne? Low-Tier ist ja 6er und 7er nicht unbedingt, aber ich habe, und das muss ich hier halt einfach auch wieder sagen, ich habe durch die Gunmark, vor allen Dingen beim T25-2, wieder gemerkt, wie mir persönlich Tier 7 am meisten Spaß macht. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen auf anderen Tierstufen, was Panzer angeht. Und ich weiß auch, dass gerade Tier 7 aufgrund seines angeblichen Matchmakings-Problems, weil man ganz häufig gegen Nonner gematcht wird, irgendwie problematisch ist. Aber ganz ehrlich, das hast du auf Tier 5, das hast du auf Tier 6. Also bei 5ern gegen 7ern, bei 6ern gegen 8ern, bei 7ern gegen 9ern, bei 8ern gegen 10ern. Also ich kann das tatsächlich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Aber darum soll es hier ja eigentlich gar nicht primär gehen, sondern es geht darum, zwei Gunmarks abgeschlossen. Beim T25-2 liegt die dritte Gunmark aktuell bei knapp über 1700 Schadenspunkten in Kombination. Das heißt, selbstgemachter Schaden oder Spot Damage, also plus oder Spot Damage oder zusätzlich zu dem selbstgemachten Schaden der Kettenziehschaden. Das wissen nämlich viele nicht. In die Gunmark-Berechnung geht zwar der kombinierte Schaden ein, es wird aber immer nur die Summe gebildet aus selbstgemachten Schaden oder aus Schaden durch Spotting oder Aufklärung oder aus selbstgemachten Schaden und der Summe des Kettenziehschadens, je nachdem, was jetzt höher ist. Also Schaden durch Kettenziehen oder der Wert durch Spotting. Es wird also nicht die Summe gebildet aus Aufklärungsschaden und Kettenziehschaden und wird dann zum selbstgemachten Schaden addiert und dann da auf der Basis die Gunmark berechnet. Sondern wie gesagt, es wird immer die Summe gebildet aus selbstgemachten Schaden und Spot-Damage oder Kettenzieh-Damage. Das ist sehr, sehr wichtig. Das muss man wissen, denn es bringt am Ende nämlich nichts, wenn man irgendwie 1000 Schaden selbst macht. 400 Damage durch Aufklärung und nochmal 300 durch Kettenzieh. Und dann hast du da, denkst du, oh, das sind ja 1700. Nee, sind es ja tatsächlich nicht. Das ist die letzte Runde, die hier zur dritten Gunmark geführt hat. Und es war zwischenzeitlich so, oh, ich muss noch was machen, ich muss noch was machen, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Und habe dann teilweise sehr, sehr komische Sachen hier fabriziert in dieser Runde, um einfach auf meinen Schaden zu kommen. Gönnerhafterweise war es dann zum Glück auch so, dass wir hier Top-Tier waren als 7er gegen 5er. Und ja, das gibt es tatsächlich auch noch. Insgesamt war die Gunmark vom T25-2 gefühlt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, angenehmer zu spielen, straightforward zu spielen, als die bei der Hellcat. Ich hatte jetzt beim T25-2 nicht solche massiven Probleme wie bei der Hellcat, denn wer schon länger zuschaut, der weiß, Hellcat versuche ich schon eine ganz schöne lange Zeit und bin da immer mal wieder runtergefallen und habe es dann jetzt ja quasi über Weihnachten, naja, auf mit der Brechstange so ein bisschen durchgespielt. Das Einzige, was beim T25-2 hier am Ende ein bisschen nervig war, dass ich eine Phase hatte, wo ich in 4 oder 5 Runden in Folge jeweils mindestens zweimal die Kanone kaputt geschossen bekommen habe. Da habe ich auch schon gedacht, was ist denn mit dem RNG los? Das war richtig, richtig nervig. Aber ansonsten, das Gesamtpaket kommt meiner Spielweise entgegen. Ein durchaus mobiles Fahrzeug. Nicht das allerschnellste, aber ein flexibles Fahrzeug. Ein TD mit einem voll drehbaren Turm. Ja, er hat, und das habe ich in dem Video zum T25-2 ja auch schon mal angesprochen, er hat die typischen TD-Krankheiten, Gun-Handling, Hit-Points,
Sichtweite, wobei 380 Meter auf einem 7er TD, da darfst du dich am Ende wirklich nicht beschweren. Und von daher, für mein Verständnis, wie ich ein TD gerne hätte, von der Spielweise her, das Fahrzeug wirklich, wirklich schön. Und wenn ihr, kann ich immer nur wieder sagen, wenn ihr was Flexibles im TD-Bereich sucht auf Tier 7, dann ist der T25-2 durchaus eine Option für euch. Die Runde wird hier mit einer soliden zweiten Klasse abgeschlossen. Wir bekommen ja noch die erschummelten Waffenbrüder und die angekündigte dritte Gunmark. 2112 Schadenspunkte ist hier also nochmal deutlich über den Anforderungen. Alleine was den selbstgemachten Schaden angeht, 4 Kills, 828 Basis. Dazu kommen noch 317 hier durch Aufklärung. Also insgesamt sind es dann über 2400 Schadenspunkte, die in die Gunmark-Berechnung eingehen. Also auf jeden Fall hat es damit locker gereicht. Ja, mit dem T25-2 war auch nicht unbedingt in der Runde, aber generell recht viel APCR dabei. Bei der Hellcat kann ich das auch schon mal vorausschicken. Wenn man jetzt nicht gerade auf Gunmark spielt, sind die Durchschlagswerte auf beiden Fahrzeugen meiner Meinung nach aber durchaus brauchbar auf Standard wie auf Premium-Munition. 6800 Erfahrungspunkte runden das Ergebnis hier ab und wie gesagt, das Fahrzeug hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Grind für die dritte Gunmark. Ein bisschen anders war es tatsächlich bei der Hellcat. Wer das langfristig bei mir verfolgt hat, ich habe es ja eben schon angesprochen, der weiß, dass ich mich mit der Hellcat tatsächlich ein bisschen schwerer getan habe. Wir hatten Phasen, wo es mit der Hellcat richtig gut lief, aber ich hatte auch wieder diese typischen Phasen, die, glaube ich, jeder von uns kennt, wenn es um den Gunmark-Grind geht, wo man dann wieder, ja, 3, 4, 5, 6% verliert und den Panzer erstmal frustriert wieder in die Garage zurückstellt und erstmal eine ganze Weile nicht anfasst. Und genau so war es auch stellenweise bei der Hellcat. Sie ist rein von der Spielweise eigentlich zum T25-2 gar nicht so unterschiedlich. Man muss sie vielleicht manchmal mit ein bisschen mehr Samthandschuhen spielen, weil sie halt nicht das Maß an Panzerung mitbringt, was der T25-2 mitbringt. Aber dafür ist sie deutlich flexibler, was einfach die Mobilität und solche Geschichten angeht. Sie ist halt ultraschnell mit 72 vorwärts, aber sie hat ein Rückwärtsgeschwindigkeitsproblem von gerade mal 12. Dafür ein herausragendes Leistungsgewicht von 24 PS pro Tonne. Und auch wenn die Kanone, also die Ähnlichkeiten der Kanonen schon spürbar sind, ist es bei der Hellcat noch viel, viel krasser, was das TD-Problem angeht. Das Gunhandling, also die Softsets auf der Kanone, lassen im Grunde Schaden in der Bewegung so gar nicht zu. Man muss stehen, man muss die Kanone durchziehen lassen und dann einfach hoffen, dass sie entsprechend arbeitet. Die Softsets sind wirklich eine Katastrophe. Und im Grunde hätte ich auch die vorletzte Runde mit der Hellcat hier im Video zeigen können, denn tatsächlich ist es so, dass ich in beiden Runden, also in dieser hier und auch in der Runde davor, die ich im Livestream gefahren bin, ganz knapp an der Fadens-Medaille vorbei bin. Also den letzten Gegner mit der letzten Granate rauszunehmen. Ja, das war sehr ärgerlich. Es war auch, wenn man das im Nachhinein betrachtet, natürlich sehr, sehr spaßig. Und eigentlich sind das genau die Runden, die man denn, oder wofür man World of Tanks spielt. Auch wenn die beide verloren gegangen sind, es waren spannende Runden. Es waren rein von der Leistung am Ende gute Runden. Und das ist ja eigentlich das Primäre, warum man World of Tanks spielt. Jedenfalls ist das so meine Auffassung. Das Problem, was die Hellcat mitbringt, was der T25-2 in dem Maße nicht hat, ist tatsächlich ein Munitionsproblem. Man sollte mit der Hellcat nicht unbedingt inflationär Blindschüsse machen, denn mit gerade mal 30 Granaten ist es schon relativ dünn. Und wenn man halt nochmal zurückdenkt, was ich gerade gesagt habe, dass die Kanone gerade aus der Bewegung heraus nicht die zuverlässigste ist, dann sollte man das berücksichtigen. Der T25-2 kommt übrigens auf 47 Granaten, die er mitführt. Ansonsten Panzerung, ich habe es ja schon angesprochen, nicht vorhanden. Also wenn man eine Hellcat zieht, dann sollte man in aller Regel HE-Munition laden.
ist mir in den letzten Sessions, die ich jetzt gespielt habe, zum Glück nicht zum Problem geworden. Aber ich hatte in der Hellcat auch die ein oder andere Runde, wo ein Treffer von der Arti mich halt voll HP rausnimmt. Ja, das passiert. Damit muss man rechnen. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Arti-Problemen zu tun, sondern das ist halt einfach das Problem des Fahrzeugs, welches getroffen wird, nämlich in dem Fall die Hellcat. Das kann euch in der Su 130 genauso passieren. Ist es mir auch schon passiert, beziehungsweise als ich in der Arti gesessen habe. In der Lorraine 40 Tonner kann euch das passieren. Es gibt verschiedenste Fahrzeuge, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn es dann einfach darum geht, wenn man von der Arti getroffen wird. Ansonsten, wie viel braucht man denn nun bei der Hellcat für die dritte Gunmark? Es sind hier tatsächlich aktuell 1800, knapp über 1800 kombinierten Schaden, den man braucht, um in der Hellcat, wir reden hier von einem Tier 6 Panzer, eine dritte Gunmark zu bekommen. Und ihr erinnert euch, was ich gerade eben gesagt habe über den T25-2, da sind es, na hier sieht man den klassischen Schuss, da waren es 1700 und der ist eine Tierstufe darüber. Das erklärt auch mein subjektives Gefühl ein Stück weit, dass also die Probleme, dass es mit der Hellcat, dass es einfach mit der Hellcat gefühlt viel schwerer war, auf die Gunmark zu kommen, als mit dem T25-2. Denn Hellcat, eine Tierstufe weiter drunter und trotzdem 100 Schadenspunkte, die man mehr braucht, um die dritte Gunmark zu bekommen, zeigt halt, dass die Hellcat deutlich besser gefahren wird. Jetzt ist natürlich die Frage, woran das liegt. Das ist so eindeutig nicht zu beantworten. Es kann daran liegen, dass sie insgesamt mehr gefahren wird und von besseren Leuten gefahren wird. Oder, wenn wir mal das mehr gefahren wird weglassen, dass die Hellcat insgesamt von Leuten gefahren wird, die einfach gute Spieler sind. Und der T25-2, warum auch immer, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Man müsste das jetzt tatsächlich mal mit ein paar Daten zu den 7er Panzern mal vergleichen, also 6er und 7er Panzer. Es kann halt einfach auch an dieser These liegen, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass Tier 7 so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und viele keine Lust haben, Tier 7 zu spielen und es deswegen einfach die Fahrzeuge in der Regel einen niedrigeren Gunmark-Anspruch haben im Verhältnis zur Tierstufe. Aber das habe ich jetzt nicht überprüft. Das ist jetzt nur eine These, die ich einfach mal in den Raum stelle, die aber in den Aussagen, die ich so teilweise bekomme, in den Kommentaren unter meinen Videos, dass, also diese Aussagen, das ein bisschen stützen. Die stützen das, die belegen das aber nicht. Müsste man mal im Detail sich wirklich die 7er Gunmarks im Vergleich zu den 6er Gunmarks anschauen oder vielleicht auch im Vergleich zu den 8er Gunmarks, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, ob an dieser These was dran sein könnte. So, wir sind aber jetzt schon bei über 2450 Schadenspunkte, haben also zu diesem Zeitpunkt hier die Bedingungen für die dritte Gunmark erfüllt, also in der letzten Runde auch nochmal übertroffen. Ich brauchte auch, glaube ich, in dieser Runde tatsächlich nur, lass mich kurz überlegen, ich glaube 0,03% oder so. Es war nicht mehr wirklich viel, was ich da noch brauchte, damit ich am Ende auch die dritte Gunmark bekomme. Hier sehen wir halt, hier sind jetzt ein paar Schüsse dabei, die sind unnötig, die sind scheiße, die treffen nicht. Das liegt nicht nur am Panzer, das liegt sicherlich auch teilweise mit an mir. Es steht 12 zu 13. Wir haben jetzt noch genau 3 Granaten für 3 Gegner. So, der AT geht mit der HE-Granate nicht raus. Jetzt brauchen wir also noch die vorletzte, um ihn rauszunehmen. Jetzt haben wir noch eine Granate für 2 Gegner. Damit ist die Fadens nur noch machbar, wenn ich einen der beiden Gegner totramme. Und wenn ihr jetzt zugehört habt, dann werdet ihr wissen,
Die Hellcat hat keine Panzerung. Sie ist zwar schnell, aber mit der Hellcat was totrammen zu wollen, vor allen Dingen hier zum Beispiel diesen Jackson mit noch über 200 Lebenspunkten, das hätte im absoluten Tod geendet. Und dementsprechend kann ich jetzt hier zwar den fünften Kill machen, fahre jetzt aber ohne Munition übers Feld und bin im Grunde absolutes Opfer für den VK-28. Die einzige Chance, die ich noch habe, er hat nicht viele Hitpoints, 136, ist halt ihn zu rammen, in der Hoffnung, dass ich überlebe, um die Runde noch zu gewinnen. Eine Fade-Ins gibt es damit natürlich nicht mehr, damit hätte ich noch eine Granate übrig haben müssen. Aber es ist natürlich klar, ein Light, der auch schnell ist und gerade was die Drehfreudigkeiten angeht, natürlich deutlich besser. Das ist utopisch. Da muss schon einiges zusammenlaufen, dass ich den jetzt hier in irgendeiner Form in einer passenden Situation erwische, dass ich ihn totrammen kann oder ihn überhaupt versuchen kann zu rammen. Deswegen spielen wir jetzt hier ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen. Ich versuche ihn ein bisschen zu verarschen in der Hoffnung, dass er mir irgendwie passend entgegenkommt in der richtigen Situation. Wenn die Hellcat einmal am Fahren ist, kann das schon klappen, aber auf der anderen Seite, sie ist halt einfach so weich. Sie ist so butterweich, dass das utopisch ist. Also wenn wir mal auf die Panzerungswerte schauen, sie hat an der Wanne gerade mal 12 mm. Das kann man vergessen. Das kann man vergessen. Da ist er. Ich drehe. Wir fahren aneinander vorbei. Und am Ende stehen wir uns jetzt hier gegenüber. Was soll ich machen? Also klar, ich hätte mich jetzt hier in der Situation nochmal rausziehen können. Hätte das Ganze nochmal von der anderen Seite anfahren können. Aber am Ende, was willst du machen? Also mir war es dann auch ehrlicherweise zu doof. Und ja, er nimmt mich mit AP easygoing raus. Und damit verlieren wir hier die Runde. Aber holen uns damit die dritte Gunmark auf der Hellcat. Die Runde bringt eine erste Klasse, ein Großkaliber, insgesamt knapp 3000 Schadenspunkte. Es hat also nochmal locker gereicht, um die Gunmark über die angeforderten 95% zu bringen. 5 Kills, 764 Basis, kein Spot oder irgendwas. Es war nochmal extrem teuer. Ich habe sehr viel APCR bei der Hellcat dabei gehabt. Dementsprechend auch 43.000 minus. Wir waren komplett leer geschossen. Aber rein vom Schaden her hat es hier auch gelohnt. 2678 Erfahrungspunkte insgesamt. Was sind die nächsten Projekte? Ich versuche mich gerade am Basotto. Das ist aber auch nicht unbedingt eine einfache Gunmark, weil gerade in der letzten Session, die ich mit dem Basotto gespielt habe, war es tatsächlich, hat die Kanone sehr getrollt. Die Kanone ist ein Problem auf dem Basotto. Die Anforderungen liegen allerdings nicht ganz so hoch wie bei der Hellcat. In Anführungsstrichen nur 1699 aktuell. Die steigt auch tendenziell. Die ist im Vergleich zu Anfang Dezember zu aktuell um knapp 30 Punkte nochmal gestiegen. Der Basotto ist halt ein ganz klassischer TD ohne drehbaren Turm. Ich werde auf jeden Fall versuchen dran zu bleiben. Das könnte aber aktuell noch ein bisschen dauern, bis wir da auch die dritte Gunmark drauf haben. Ansonsten werde ich auch in den Livestreams immer mal wieder mal durch meine Garage schauen und gucken, was wir auf Tier 5, 6 und 7 denn noch so an Fahrzeugen rumfliegen haben. Eine dritte Gunmark, die ich auf Tier 8 auch immer mal wieder am Auge hatte, war der Charioteer. Das ist ja der Tech-Tree-Panzer zu dem neuen Premium Battle Pass-Panzer, den Nomad Charioteer, der jetzt ab nächste Woche den man sich erspielen kann. Da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass dort eventuell durch den Battle Pass die Gunmark vielleicht auch ein Stück runterrutscht. Das ist aber auch nur so eine kleine Hoffnung, weil die meisten werden sich um den Charioteer jetzt nicht kümmern, sondern werden sich um den Nomad kümmern. Aber das werde ich auch ein bisschen im Blick halten. Ihr könnt mir gerne auch nochmal Tipps oder Hinweise zu Fahrzeugen in die Kommentare schreiben, wo ihr gerne bei mir eine dritte Gunmark sehen wollt. Da braucht ihr jetzt aber keine Tier 10 oder Tier 9 Fahrzeuge draufschreiben und auch Tier 8 ist schon eine extreme Herausforderung. Meine Gunmarks liegen eher so im 5er, 6er und 7er Bereich und da haben wir ja mittlerweile auch schon einiges abgeschlossen. Das auf jeden Fall waren die Gunmarks auf dem T25-2 und auf der Hellcat.
Insgesamt waren sie doch sehr, sehr spaßig und schöne Herausforderungen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube und auf Twitch unterstützen wollt, schaut gerne mal unten ins erste angepinnte Kommentar. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr mich supporten könnt. Vielen Dank dafür. Mein Dank geht auch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: Gemornfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Franz, Roblitz, Jan, VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.